Zwei weitere Siege sind dazugekommen. Der FCB kann seine Siegesserie weiterführen. Im sechsten Pflichtspiel holt er den sechsten Sieg. Und damit herzlich willkommen zum FCB Total. Heute diskutieren wir zusammen mit den beiden Fußballexperten, mit dem Gaetano Celanza und mit dem Ernie Meissen. Schön, sind ihr da. Gaetano, du bist gestern im Stadion gewesen. Wie hast du die Stimmung so erlebt? Ja, die Stimmung war gut gewesen. Und du siehst wieder bei den Leuten, es ist ein Aufstieg. Die sind froh, einfach wieder da können in das Stadion und jetzt auch die letzten Spiele, die sie gezeigt haben oder wie sie gespielt haben. Und natürlich, dass die Zuschauer wieder da sind, das ist auch für uns etwas Schönes. Oder? Und ich glaube, im Moment läuft alles nach Plan, oder? Sehr nach den sechs Spielen und sechsmal gewonnen. Also von dem in der Europa League sind sie da auf dem Weg, um in die Europa League zu kommen. Also von dem her ist das sicher sehr erfreulich, aber wie gesagt, es ist erst der Anfang und man muss immer aufpassen, es geht jetzt schnell wieder in die andere Richtung. Aber wie gesagt, im Moment spielen sie sehr gut, man sieht die Spielfreude, das Vertrauen ist da. Also im Moment läuft alles sehr happy für alle. Eben, es ist ein ganz anderes Zuschauen, Fußball schauen wieder. Ernie, gerade mit diesen Fans im Stadion auch? Ja, natürlich. Fußball ohne Fans ist kein richtiger Fußball. Und die Fans, die nicht ins Stadion dürfen, die sie am Fernsehen schauen müssen, das ist auch nicht so toll und so lustig. Es gibt ja dann auch keine Stimmung, wenn keine Leute im Stadion sind. Das Gute am Ganzen ist natürlich, dass der FCB so gestartet ist, wie wir es uns erwünscht haben. Dass wir gesagt haben, man muss positiv starten können. Man muss mit am Schluss zählt ja eigentlich nur ein Sieg, natürlich. Und ich merke es auch bei den Fans, die ich antreffe, die ich sehe, die haben wieder eine Freude, ins Stadion zu gehen, weil sie sehen ein tolles Spiel, ein gutes Spiel. Sie sehen einen FCB, der wieder Freude hat am Schutten und nicht so verhalten und ängstlich, wie man auch schon auftreten ist, wo wir ja immer moniert haben. Und darum passt im Moment auch alles. Aber wie gesagt, wie auch der Gaetano vorhin gesagt hat, im Moment läuft es optimal. Man hat nicht unbedingt die brutalsten Gegner gehabt bis jetzt. Trotzdem hat man die geschlagen. Und für mich ist der erste wirkliche Gegner, wo sie hier werden haben, ist eBay. Und da wird man einmal sehen, welche Richtung geht. Sind sie wirklich so stark, wie sie jetzt auftreten? Oder liegt das auch ein bisschen an den Gegnern? Aber wenn man sie sieht spielen, wie sie umschalten, wie sie miteinander spielen, wie halt auch mal der letzte Pass steil in 16 rein gespielt wird und die Spieler aber auch dort laufen, das ist genial, wie sie umschalten von hinten nach vorne. Im Moment ist es perfekt. Eben, der FCB erfreut Fans wieder im Stadion. Was besonders auffällt dabei, ist der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Jeder kämpft für die anderen, jeder gut für jeden. Der FCB hat endlich das gefunden, was ihm lang gefehlt hat. Die Stellung von jedem Einzelnen, sie stimmt wieder. Sinnbildlich dafür sind Szenen wie direkt vor dem Penalty zum 4:0. Die eigentlichen Elfmeterschützen Arthur Cabral und Fabian Frey überlassen dem jungen Sebastiano Esposito den Vortritt. Es ist eigentlich er oder ich schiesst. Und wenn er auch sagt, er will schiessen, lerne ich ihn eigentlich immer. Und jetzt hat er hätte ihn gerne schiessen und ich habe ihm gesagt, gib ihm doch eine weiter. Ich sage, okay, weil ich muss nicht unbedingt eins mehr oder weniger schiessen in meiner Karriere. Und wenn ein Junge mal noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, obwohl es bei ihm nicht das Problem ist, glaube ich, tut gut. Und wenn wir alle von dem profitieren können, dass er wegen dem Goal jetzt mehr Selbstvertrauen hat, umso besser. Der Teamspirit vom FCB lässt sich auch in Zahlen fassen. 8 verschiedene Spieler haben insgesamt schon 20 Goal erzielt. Vom 25-Mann-Kader sind in 6 Partien bereits 20 Spieler zum Einsatz gekommen. Ja, ich glaube, die Mannschaft hat sich extrem gefunden. Wir haben frisches Blut bekommen mit jüngeren Spielern, die auch gierig sind, die eine gute Mischung reingebracht haben in die ganze Sache, wo auch menschlich das Ganze zusammenpassen tut. Stimmen tut in Basel momentan fast alles. Nur beim Suchen vom Grund für den plötzlichen Erfolg tut sich der Fabian Frey etwas schwer. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, es war ja nicht augenscheinlich, dass es irgendetwas war, was uns gefällt, sondern es waren viele Sachen. Und, der Trainer hat an der richtigen Schraube geschraubt. Wir haben super neue Verpflichtungen geholt, die uns ungemein helfen, jetzt schon am Anfang der Saison. Alles Sachen, die helfen. Und allgemein die Aufbruchsstimmung, die herrscht im Verein mit den Fans zusammen, das tut uns natürlich auch gut. Welcher Aspekt denn genau der Unterschied macht, es ist den Fans wohl egal. Rot-Blau reitet gerade auf einer lang ersehnten Erfolgswelle und das alle miteinander.
Ja, uns ist es nicht egal, Erni. Was ist denn jetzt der Unterschied zu der vergangenen Saison? Ja, eben wie der Fabian gesagt hat, eigentlich so richtig weiss man nicht, wieso es plötzlich einfach alles stimmt. Aber ja, es ist sicher mal der Trainer, der die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Man hat jetzt einen Vorstand, der neue Verpflichtungen gemacht hat, die verheben, wo einem auch das Vertrauen gibt. Man sieht auch, dass das funktioniert mit dem Vorstand. Und es ist aber vor allem die Mannschaft, die sich untereinander enorm gefunden hat. Die neuen Zugänge, die passen 100%. Und die haben auch den Schwung reingegeben, dass es jetzt, man sieht ja eine andere Mannschaft auf dem Feld, wo begeistert, wo eine Freude hat am Schutten, all das, wo halt nicht mehr so war. Manchmal weiss man auch nicht, wieso läuft das plötzlich perfekt, oder? Ich meine, Gaetano, das weisst du als Fußballer ja auch. Mhm. Manchmal weisst du, wieso läuft es mir plötzlich so, oder? Es ist so, ja. Aber ich glaube, wenn man es wirklich analysiert, ich glaube, es ist ein Kader, das jetzt auch in der Breite Qualität gebracht hat. Oder? Und letztes Jahr war halt schon halt viel nicht gut gewesen, wenn wir ehrlich sind. Und dann die ganze Unruhe um den Verein. Und ich glaube, wo der Rahmen dann das übernommen hat, hat das Beste noch draus gemacht. Oder? Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich analysiert, finde ich halt schon, also die neuen Verpflichtungen in Breite sind zwar jung, aber es hat jetzt gepasst. Es ist wieder ein bisschen Ruhe reingekommen und die Erfahrenen und die Älteren haben wieder die Verantwortung können übernehmen. Also der Wally macht wieder seine Goal, seine Assists, der Arthur, okay, kennt man, er macht seine Goal. Der Fabi spielt jetzt eigentlich in der Innenverteidigung, oder? Eins weiter hinten, der Chaka ist wieder zurückgekommen. Also nur Junge geht nicht, das haben wir letzte Saison ein paar Mal besprochen, aber es ist jetzt ein guter Mix. Und die Jungen, die sie jetzt geholt haben, ich meine, das ist Sergio Lopez, ist ein 99er. Der Esposito ist ein 2001er. Also von dem, also das sind junge, aber die haben jetzt gerade da können den Schwung mitnehmen und von dem profitieren, dass sie halt die Älteren auch gerade gut drauf sind. Und ich glaube schon, also das ist schon ganz wichtig. Wenn du siehst, wer reingekommen ist, Michi Lang ist reingekommen, der Males ist reingekommen, der Palacios ist reingekommen. Also wo letztes Jahr eigentlich eher ganz junge reingekommen sind. Und da siehst du einfach, also da finde ich schon, das ist jetzt wichtig gewesen, dass sie in Breite einfach da nochmal das Team verstärkt haben, wo Super League können spielen. Ja, was ist ja die Mischung, die besser stimmt, ist, auch als es war. Ich meine, die Eltern müssen nicht mehr komplett alle Verantwortung übernehmen, weil die Jungen eben die auch schon übernehmen. Es passt dann auch besser, oder? Es liegt nicht immer auf dem Rücken von den älteren Spielern. Wenn etwas nicht läuft, sind sie die schuld oder dann geht es nach vorne. Die Jungen, die neu dazugekommen sind, die haben sofort Verantwortung übernommen. Die spielen aber auch dementsprechend. Und darum ist das Ganze mehr auf mehrere Lasten sind besser verteilt, oder? Und man sieht ja, man kann auswechseln, da merkst du keinen Unterschied mehr, oder? Das läuft dann gleich. Ich glaube gleich, sorry schnell, du siehst gleich, die Vorbereitung war nicht super gewesen. Die Spiele sind nicht super gewesen. Und dann ist, was der Fabi gesagt hat, ab und zu weiss man nicht, ja, wieso jetzt wirklich besser läuft. Und dann hat man ja mit der Europa League Qualifikation angefangen und dann hast du dort gewonnen, dann hast du GC. Es hat auch anders rauskommen können, haben sie dort auch gewonnen. Und jetzt die letzten zwei Spiele in der Meisterschaft haben sie auch nicht nur eins oder zwei Goal geschossen, sondern haben wirklich mit fünf und sechs Goal geschossen. Oder? Also das siehst du schon, und das hilft, das Vertrauen. Und das hilft den Jungen, das hilft den Eltern, das hilft den Erfahrenen und den Älteren. Und das bringt einfach ein bisschen die Ruhe rein. Aber man muss brutal aufpassen, wenn du dir dann ein bisschen zurücklegst und sagst, ja, das kommt von allein und so. Dann kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Was ich jetzt doch ein bisschen rausgehört, sind mehrere Aspekte. Das eine ist eben das neue Kader, das andere auch die ganze neue Führung. Und dann kommt auch noch der Trainer dazu. Gibt es jetzt irgendwie einen Aspekt, den du würdest, hervorheben würdest? Wo wichtig ist. Also das Wichtigste ist, man sieht, dass er mit den Neuen, die dazugekommen ist, dass er die so hat können integrieren in die Mannschaft, dass sie eben die Begeisterung auch aufgekommen ist und dass die das Vertrauen haben. Auch wissen, der Trainer, der steht hinter mir, der bringt mich auch. Und das ist schon mal das Wichtigste, die Stimmung in dieser Mannschaft so anzukriegen, wie sie jetzt ist. Und auch wie der Gaetano gesagt hat, gegen GC hätte man vielleicht auch können verlieren. Ich bin überzeugt, letzte Saison hat man da verloren.
verloren. Aber schon allein mit dieser Begeisterung und das nicht aufgeben und einfach probieren und machen, irgendwann machst du ein Goal und plötzlich läuft es. Oder? Und so hat man angefangen, ein weniger gutes Spiel hat man gewonnen, das nächste hat man schon richtig zugeschlagen. Europamässig ist immer ein bisschen schwierig, aber auch dort schlussendlich hat man gewonnen. Und jetzt gegen Servet wieder, das sind ja Klassen besser gewesen. Und das muss man zuerst einmal machen. Aber ist denn das am Trainer zu verdanken, dass die Mentalität wieder auf dem Platz ist? Das liegt sicher in der grössten Verantwortung. Oder das ist der Trainer, der für das zuständig ist, logisch. Die Spieler müssen mitmachen, das ist logisch. Aber wenn der Trainer das gut macht, und dann kommen auch die Spieler mit und machen mit. Und das Resultat, das Wichtigste ist ja schlussendlich immer das Resultat. Und wenn dann das auch noch stimmt, dann kommt das so raus. Jetzt müssen wir aber wirklich auch die andere Seite wieder sehen. Im Fußball geht es sehr schnell, wenn man ein bisschen locker lässt, wenn man das Gefühl hat, so, jetzt ist ja alles wieder gut, das läuft ja und so. Der Umkehrweg, der kann dann auch schnell gehen. Oder? Und das muss man möglichst vermeiden. Irgendwann wird es einmal eine Niederlage geben, natürlich. Aber es wäre schade, wenn die kommen würde, weil man plötzlich das Gefühl hat, ja, das läuft ja von selber und das ist ein Selbstläufer. Weil dann wird es auch wieder schwieriger, wieder dort, das auch wieder zu kehren. Aber was macht denn der Patrick Kramm so viel besser als seine Vorgänger? Ich glaube sicher, seine Stärke ist eben wieder der Teamgeist, wieder positiv zu sein, jedem das Vertrauen wieder zu geben, vielleicht mehr Einzelgespräche, weil die Spieler sind sehr sensibel, oder wenn es schlecht läuft, dann ist es schwierig. Und ich glaube, als er da über das übernommen hat, hat er das schon angefangen von Anfang an. Und ich glaube, jetzt haben sie sich eben auch mit diesen Neuzugängen hat er sich nochmal verstärkt. Und ist klar, jetzt läuft es halt gut. Wie man sagt, ab und zu wissen die Spieler selber nicht, wieso läuft es auf einmal. Ich meine, sie trainieren genau gleich, sie spielen genau gleich, sie geben alles, aber irgendwie funktioniert es nicht und jetzt funktioniert es. Und jetzt musst du natürlich schauen, und das ist wieder eine ganz wichtige Aufgabe vom Trainer und von den erfahrenen Spielern, dass sie hier dranbleiben. Und die Jungen sagen, hey, musst du es nicht meinen, jetzt gewinnen wir hier wieder so einfach. Und ich meine, wenn wir die letzten zwei Spiele schauen, gegen sie und nach einer Viertelstunde schon 2-0, muss man sehen, sie haben es gut gemacht. Und jetzt gegen Servet auch. Ich meine, du bekommst noch vor der Halbzeit den Penalty, die rote Karte, machst es 2-0. Sie sind sicher überlegen gewesen. Da haben sie wirklich gut gemacht. Aber es kann dann auch schnell gehen. Bekommst du dann ein Goal, dann sieht es wieder anders aus. Also es kippt. Also im Moment hat sie es nie müssen, wirklich, wenn es einmal kippt, wie sie dann reagieren. Aber ich glaube, eben, wie gesagt, im Moment stimmt alles und es läuft alles. Und eben die Gefahr, dass man da muss aufpassen, dass nicht einmal die andere Richtung geht. Das ist jetzt die Aufgabe vom Trainer, von den Erfahrenen und vom ganzen Verein, zu sagen, jetzt müssen wir hier auf dieser Schiene bleiben. Dann kommen wir doch gerade zum Match gegen Servet. Er hat es gerade ein bisschen angesprochen. Hast du das auch so? Ein klarer Sieg, aber so klar, wie das Resultat ist. Gerade in der ersten Halbzeit war der Match nicht gesehen. Ja, was heisst, so klar ist der Match nicht gewesen. Es gibt keine Match heutzutage, wo du 90 Minuten auf ein Goal spielst und die kommen hier hinten raus oder du hast nur tolle Aktionen. Das ist ja so. Aber ich meine, wenn man 5-1 gewinnt, dann hat man nichts schlecht gemacht. Das ist einfach so. Und wenn wir zurückdenken, Servet, wie viel Mühe als der FCB letzte Saison gegen die Mannschaft immer gehabt, ist immer dominiert worden von Servet. Und wenn man sieht, wie es jetzt aussieht, dann muss man nicht drüber reden, ist jetzt der perfekte Match gewesen oder nicht. Nein, wenn man 5-1 gewonnen hat, ist alles perfekt gewesen. Entschuldigung. Und man hat nie müssen Angst haben, man könnte den Match irgendwie aus der Hand geben oder etwas. Dass man nicht 90 Minuten von hinten nach vorne und wieder zurück. Und das geht doch nicht, oder? Ich habe jetzt gestern nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie Servet jetzt gefährlich ist. Oder so. Nie, oder? Was jetzt natürlich passiert ist, die Gegner, die auf Basel kommen, jetzt haben die gesehen, gegen sie haben die 6 Goal gemacht, die haben die Europa League Qualifikation, wo sie dran sind, gewinnen sie auch. Im letzten Auswärtsspiel haben sie einen Rückstand, haben sie am Schluss heimgebracht mit einem Sieg, der ganz wichtig ist. Oder? Und wenn jetzt die Gegner kommen und sagen, oh, jetzt müssen wir aufpassen, oh, da haben jetzt 2-3 geholt, das funktioniert. Die Erfahrenen haben jetzt auch wieder, sind auch wieder da, wo letztes Jahr sehr schwierig war, wo man von ihnen viel erwartet hat. Also kommt auch wieder, das kann wieder eine Macht werden, daheim jetzt einmal, oder? Und die gewinnen spielen. Und das ist nicht einfach. Und das hast du natürlich dann nicht Angst, aber man hat mehr Respekt. Und dann wartet man auf den FC Basel, oder? Eben, das ist ja das, was wir gesagt haben. Eben. Der FCB ist daheim keine Macht mehr. Man hat nicht mehr Angst, gehen sie Joggeli zu kommen. Ich bin überzeugt, der Respekt, der ist jetzt enorm geworden mit dieser neuen Saison, wie der FCB spielt, wie sie auch daheim spielen.
Und das ist wichtig, dass ein Gegner, der auf Basel, und der muss Respekt haben. Der FCB muss sagen, wir spielen so. Und der Gegner muss schauen, wie sie gegen uns spielen. Und nicht umgekehrt. Und vorher war es immer umgekehrt. Wir haben immer, wie kommen die echt schon? Wir tun zuerst ein bisschen abwarten, schauen. Jetzt muss der Gegner sich wieder auf einen FCB einstellen im Jockeli. Und das ist dumm, ist ja das Heimrecht so wichtig für einen Verein. Der Gegner muss Angst haben oder Respekt haben, wenn sie hier ankommen. Gestern war sicher die Schlüsselszene gerade kurz vor der Pause, der Penalty. Eigentlich habe ich den vorbereitet, aber aus Zeitgründen lassen wir den jetzt. Aber ganz kurz, ist das eine rote Karte gewesen? Auch wenn es nicht unbedingt aus Absicht passiert ist? Ja, schwierig. Das ist muss man am Wahr und dem Ding überlegen. Und dann bekommst du eine rote Karte. Ich finde, ein bisschen Fingerspitzengefühl genau. Ist dann auch halt schwierig. Also hast du eher keine rote Karte gegeben? Ja, für Basel ist es natürlich gut. Oder? Ab und zu heisst es zwar nicht, mit 10 ist es besser. Also mit einem weniger zu spielen, aber ich sage jetzt, du hättest können sicher auch eine Geile kommen, das hat gelangt, oder? Aber wie gesagt, das sind Regeln, die die Schiri müssen, respektieren und wahrscheinlich hat er das gesehen, das geht direkt rot, da muss ich rot gehen und dann bekommst du natürlich eben noch den Penalty 2-0 vor der Halbzeit, ist dann schwierig. Aber ich glaube, zurückkommen auf das, musst du schauen, sie haben sehr viel rotiert und jeder, der reinkommt, übernimmt den Job vom anderen und macht es gleich gut oder sogar besser. Und die Frische, die reinkommt. Und sie haben wirklich viel. Normalerweise wechselst du ja nicht so viel, aber auch rotiert viel und es funktioniert. Sind alle zufrieden, musst alle zufrieden halten. Oder? Von dem her, das ist auch etwas Positives, was man eher schon länger sieht oder eher bei IB. Oder? Und ich glaube, das ist sicher auch jetzt ein Vorteil, den ich profitieren kann. Aber irgendwann einmal funktioniert das auch nicht mehr. Weil jetzt spielst du jeden dritten Tag. Ja, und dann kommen wieder ein bisschen die nicht so happy sind und, ja, das ändert sich auch nie im Fußball. Aber im Moment muss man auch nicht wechseln, weil einer schlecht ist. Nein. Jetzt vielleicht Kasam ist eine Ausnahme gewesen dort in der ersten Hälfte, aber das hat ihm vielleicht auch gut getan. Wieso sollst du einen durchziehen, wo es ihm nicht läuft? Aber im Moment muss man nicht wechseln, weil es nicht gut läuft oder weil einer schlecht ist, sondern weil man den kann schonen, weil man weiss, der, den ich bringe, der ist genau gleich gut oder noch besser. Und das ist wichtig. Enorm stark ist gestern auch der Arthur Cabral gesehen mit seinen 4 Goals. Er überzeugt richtig und sein Start in dieser Saison, der war richtig sensationell gewesen. Schon 8 Goals in den ersten 6 Pflichtspielen, der Arthur Cabral befindet sich in Topform. Er kann sich im Vergleich zu der letzten Saison nochmal steigern. Zum einen, weil es allgemein am FCB besser läuft, zum anderen, weil er auch hart an sich geschafft hat. Er macht den Weg, den er nicht immer gemacht hat. Also er hat irgendwie die Lust und vor allem die Lust auch am Laufen gefunden und belohnt sich natürlich mit dem. Ich glaube, das ist etwas, was ich mit ihm immer wieder ein bisschen angeschaut habe, dass er einfach, wenn er die Aufwände nimmt, dass er das ihm natürlich nachher dann auch in den Scorerpunkt gut kommt. Und diese Scorerpunkte kommen wiederum am FCB zu gut. Aber in dieser Form und mit diesen Leistungen ist es für Rot-Blau fast unmöglich, ihn noch lange in Basel zu behalten. Das weiss natürlich auch der Patrick Kramen. Es ist natürlich auch so, dass er mit solchen Auftritten natürlich begehrter wird werden. Und ich als Trainer habe natürlich den Wunsch, dass er auf jeden Fall bei uns bleibt. Ein klares Statement hat der Arthur Cabral gestern nach dem Spiel aber nicht abgeben. Das ist seine Antwort auf die Frage, ob er in Basel bleibt. Não posso dizer nada, como eu digo, estou muito feliz aqui, vou seguir trabalhando. Enquanto estou aqui em Basel, vou sempre dar minha vida em La Cancha, sempre minha vida. Er hat gesagt, ich kann nichts zu dem sagen, das ist eine schwierige Frage. Er ist sehr glücklich in Basel im Moment und er hat gesagt, solange ich für Basel spiele, werde ich mein Leben geht für vom Feld, für den FCB. Ja. Ein Wechsel noch in dieser Transferperiode schließt der Brasilianer also nicht aus. Und wenn das Angebot auch für den FCB stimmt, kann er fast nicht Nein sagen. Geniessen wir also seine Leistungen dort in Basel, solange es noch möglich ist. Jo, Gaetano, du kennst dich aus mit dem Transfermarkt. Denkst du, er wechselt noch in diesem Sommer? Also die Chancen sind sehr gross, dass er wechselt. Also ich sage jetzt nicht gerade 100%, aber du bist irgendwie jetzt bei 99% wird er wahrscheinlich gehen. Ich glaube, die Mannschaften im Ausland haben ihn schon länger auf dem Zettel.
Das ist klar mit seinen Auftritten, die er jetzt hat. Und eben, was der Patrick Rahmen sagt, man hat Freude und so. Aber das hängt ja jetzt gerade alles mit der Mannschaft zusammen. Als Stürmer weisst du, wie es ist. Oder? Wenn natürlich es läuft, dann willst du nochmal ein Goal mehr machen. Und das hat er, den Hunger hat er. Er will Goal schießen, aber er will weg. Er ist von Brasilien hier angekommen. Das ist, die Schweiz ist ein Ausbildungsland. Das ist ein gutes Sprungbrett für jeden ausländischen Spieler, der kommt von Brasilien, von Afrika, der in die Schweiz kommt. Ist nach ein, zwei Jahren will er den nächsten Schritt machen. Und ich glaube, er ist so weit. Und das ist ja auch schön für den FC Basel, dass sie so einen geholt haben. Und dann irgendwie in Bundesliga, in Premier League oder auf in Serie A reinbringt. Ja. Also, und sie bekommen ja auch das richtige Geld wahrscheinlich, oder, wenn er so Auftritt hat. Aber ich glaube, es wird schwierig. Und dann ist wieder das andere. Sie müssen dann bereit sein, den natürlich zu ersetzen. Und das wird sicher nicht einfach. Ja. Und Ernie, eben, wenn du jetzt im Spielen bei Roten, sagen wir mal, wärst, würdest du im Roten wechseln oder würdest du ihm jetzt Roten doch nicht ersetzen? Naja, er will doch eine grosse Karriere machen. Und wie der Gaetano gesagt hat, die Schweiz ist ein Ausbildungsland. Man holt ja die Spieler auch in die Schweiz, um sie weiterzubringen. Und ich bin überzeugt, wenn das Angebot stimmt für ihn, auch für den FCB, noch wird er gehen. Da kann er langsam mein Herz schlupfen, Basel und alles. Logisch, ist auch recht, solange er da ist, soll er das machen. Und er soll auch die Chance wahrnehmen, wenn er die Möglichkeit kriegt, um weiterzugehen, dass er das macht. Und das macht jeder in dieser Mannschaft. Die sind ja alle die ausländischen jungen Spieler sind da, um spielen, um sich präsentieren, um nachher weiterzugehen ins Ausland. Ja, wir sind leider schon am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ihnen daheim. Und noch weiterhin schönen Abend auf Tele Basel.